Servus Leute und willkommen zu einem kleinen, Game City Video, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so, dieses Wochenende findet in Wien, im Wiener Rathaus, die Game City 2015 natürlich statt, die 9. Game City. Ich habe mich gestern nochmal schon den ersten Druck, gemacht. Hab da ein paar Informationen, die ich euch mitteilen möchte, aber zuerst, ich bin heute ab 9 Uhr, halt das Video wird auch kurz davor rauskommen, oder ab 10 Uhr eher, wahrscheinlich, na, ab 10 Uhr, 10, 11 Uhr herum werde ich so circa hinkommen, auf der Game City in Wien, werde da natürlich ein bisschen herumgehen, herumschlendern, treffe mich mit dem Strahle und mit den Kollegen von Mighty Devils, mal schauen, wie die Lust und Laune haben, was sie sich alles anschauen wollen, und natürlich kann man mich dort auch treffen. Ich werde jetzt keinen Fixtermin sagen. Ich sage jetzt einmal so, ich werde sicher findbar sein. Es ist jetzt nicht so ein großes Areal wie auf der Gamescom, sondern eigentlich halbwegs überschaubar. Ich habe mein Tennis-T-Shirt an, werde meine Jack Wolfskin-Jacke, meine schwarze, tragen. Und ja, man findet mich schon. Also, wer mich sieht und mich treffen will, einfach ansprechen, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall auf meinen sozialen Medien, das bedeutet in diesem Fall jetzt konkret Instagram, wenn unbedingt sein muss, Twitter auf jeden Fall und auf Facebook erreichbar. Also, wenn ihr vor Ort seid und mich treffen wollt, einfach dort anschreiben und ja, dann macht man sich kurz was aus und dann trifft man sich. Ich werde sicher auch ein bisschen im Autobereich herumlungern, eine Zeit lang, mal schauen, wie lange ich dort bleibe. Halt bis 2 habe ich auf jeden Fall vor. Ob es den ganzen Tag sein wird, mal schauen, wie Lust und Laune und wie viel Spaß wir daran haben. Keine Ahnung, halt noch nichts Genaues geplant. So, das war mal der Game City Tag für Samstag heute. Sonntag werde ich nicht dort sein, zumindest habe ich nicht vor, dorthin zu gehen. Es ist so, ich möchte heute jetzt noch ein bisschen über die Game City plaudern. Ich sehe gerade, dass... Ich werde das auf Endlosschleife, das Lied, rennen lassen, vollkommen egal. Es ist so, ich muss ehrlich sagen, die Game City, wenn man die Gamescom kennt jetzt, ist die Game City ein Witz. Man muss es einfach so sagen. Ich finde halt die Location, das Wiener Rathaus, natürlich extrem schön und so weiter und so fort, aber für eine Videospielmesse einfach ungeeignet. Es ist mit dem, du musst, das ist ein Stock, halt in so einen Stock und dann musst du durch das komplette Rathaus durchgehen, dass du in den Festsaal kommst, unten ist wieder was und nicht viel, halt es sind nicht viele Aussteller, es sind zwar angeblich 80 Aussteller, ich habe die Pressemappe, weil ich mich presseakkreditieren lassen habe, ich habe mir die Pressemappe geholt, es sind 80 Aussteller, 30 Aussteller mehr als letztes Jahr, angeblich, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr mehr gefunden als dieses Jahr. Es sind halt dieses Jahr finde ich so viele so komische, unnötige Sachen, wie keine Ahnung, FM4, das ist ein Radiosender in Österreich, ich weiß nicht, was der auf der Game City mit einem Riesenstand zu tun hat. Hat nichts mit Gaming zu tun, meiner Meinung nach, und genauso wie die Wiener Wasserwerke, die mit einem, okay, die haben so eine Virtual Reality durch die Wiener Wassergänge und so weiter, finde ich, okay, ja, ganz schön und gut, aber jetzt auch nicht umwerfend, dass ich da jetzt unbedingt sage, die müssten jetzt dort stehen halt, beziehungsweise nicht mit so einem Stand, dann ist Nintendo mit einem Riesenstand und da sind einfach 20 Splatoons, das ist der halbe Saal ist nur Nintendo mit denselben Ding, mit einer Bühne, mit einer kleinen, und was ich auch ein bisschen schade finde, die Hauptbühne, was sie nennen, die haben sie einfach in so einen extra Raum gestellt, wo kein Platz ist im Endeffekt zu stehen für die Leute, und das ist das, was ich letztes Jahr schon bekrittelt habe. Ich möchte, das ist jetzt so, wer in der Nähe wohnt, schaut sich auf jeden Fall an. Eintritt ist natürlich kostenlos auf der Game City. Aber die jetzt sagen, sie fahren extra ran für die Game City, macht sich nicht so viele Hoffnungen, muss ich ehrlich sagen. Man ist in einer Stunde leicht durch. Die Anstellzeiten sind ja auch wieder heftig, weil halt wenig Plätze meistens sind. Halt zum Beispiel bei dem, in dem Fallout-Kino und halt das spielt sich Fallout, wie heißt das, irgendwas Unbreak, Halo und was zu Halo 5 haben sie noch, glaube ich, ist egal. Da habe ich mich halt angestellt kurz zu Fallout, dann komme ich rein und dann kommt das Unbreak
irgendwas halt, das was Xbox Only exklusiv ist. Hat mich genau super interessiert, muss ich ehrlich sagen. Und du stehst halt eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde an und heute noch sicher länger. Deswegen, ja, man muss sich das wirklich mal anschauen, wie das ist. Aber ich finde halt, die Game City gehört halt in eine andere Location, wie ich schon so oft sage. Wir haben in Wien ja die Möglichkeit, mit einem riesen Messegelände beziehungsweise ein Rad, sage ich, eine, no, das Sta nicht das Stadion, no, jetzt fällt mir nicht der Name ein, wo Konzerte und so weiter sind. Stadthalle nennt sich's. Da könnte man auch geile Messen machen. Das wäre ein Riesenraum, wo du auch Platz hättest. Und ich glaube, wenn du das so größer machen würdest, würde es erstens einmal mehr Publisher anziehen. Und dass die auch mit ihren großen Ständen teilweise kommen. Wer auf der Gamescom, wenn man sich da anschaut, ein Ubisoft-Stand oder sowas, das ist Mörder. Und ich glaube auch, dass die Leute bereit wären, sicher Eintritt zu zahlen, halt so um die 20 Euro, sage ich jetzt mal, so wie Gamescom-Preise auch sind, wenn die Messe attraktiver wäre. Es ist halt so, man kann nicht wirklich was anzocken, es sind ein paar Plätze. Es ist jetzt aber kein Exklusiv-Highlight, dass irgendwas gerade dort vorgestellt wird oder sonst was. Halt, es ist, ja, es ist ein bisschen mickrig, finde ich, die Game City. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man könnte daraus mehr machen. Und ja, mein Eindruck ist halt, dass die diesjährige noch weniger hat als die vom vorigen Jahr. Und ja, mir fehlt zum Beispiel der komplette Indie-Bereich. Letztes Jahr hat es so einen 10 Meter langen Indie-Bereich gegeben, da wo circa, weiß nicht, 18 Aussteller waren, halt jeder so einen Meter oder 2 Meter gehabt, wo sie das Spiel präsentiert haben. Da kannst du dir was anschauen. Aber so, es sind halt die Blockbuster, die ich eh schon kenne. Natürlich habe ich jetzt einen anderen Eindruck und ein anderes, weil ich die Gamescom kenne. Aber sie sollten sich halt das als Vorbild nehmen. Österreich ist zwar kleiner, aber ja, es ist das östlichste Land der EU, kann man sagen, das hochentwickelt ist. Oder überhaupt in Europa. Und halt hochentwickelt von der Technologie her und so weiter und auch vom Wirtschaftswachstum und bla bla bla. Und da sollte man halt dann doch, wenn schon sogar Google bzw. YouTube plant, in Wien das letzte, halt das östlichste YouTube-Studio zu eröffnen. Mal schauen, ob es draus was wird. Ich glaube zwar nicht dran, aber das sind halt so Sachen, wo du denkst nach, okay, ja, in Berlin gibt es eines und dann das nächste wäre in Wien sozusagen. Das wäre schon mega geil, aber dass da einfach Wien ein bisschen bei manchen Sachen, gerade so im Gaming noch so verschläft das Ganze, dann sind so viele, ja, es ist halt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen alles klein und zurückhaltend und ja, das ist das, was mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, stört an der Game City. So, liebe Leute, ich werde am heutigen Tag ein paar Fotos machen, Kurzvideos aufnehmen. Ich weiß noch nicht, was ich für eine Kamera beziehungsweise mitnehme. Ich glaube, ich kann nur das Handy mitnehmen. Ich habe sonst keine richtige vorhanden. Vielleicht haben die anderen auch ein paar. Dann schickt mir die. Ich will morgen dann ein kurzes Zusammenschnittvideo machen, wo man ein paar Eindrücke, dass ihr mal seht, wie die Games City ausschaut. Die Gamescom kennt ja jeder von euch. Und dass ihr mal einen Eindruck von der Game City habt. So, ich rede schon wieder viel zu lange. Wer mich heute treffen will, noch einmal einfach anschreiben auf den sozialen Medien. Beziehungsweise, ja, wir sind sicher zu finden. Halt, der Strahle ist 2 Meter groß. Ein kleiner Bär, sagen wir so. Und den findet man schon. Und ja, dort in der Nähe werde ich mich aufhalten. So, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wünsche euch einen schönen LS13, ein schönes LS13-Video, das ich gerade aufgenommen habe und gerade am Encodieren bin. Und jo, man hört sich dann wahrscheinlich heute Abend in einem Stream, da ich auf jeden Fall Bock habe, was aufzunehmen. Bis dann, tschüss.